Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2084. Ausgabe. Und ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht's auf jeden Fall ums Essen. Ich war am Dienstagabend mit einem Freund in Köln. Wir waren so ein bisschen ziellos, wo wir was essen wollen. Und sind dann in einen japanischen Burgerladen reingestolpert. Haben da leckere Burger, die völlig anders zubereitet werden als in Deutschland, genossen. Und wie es so ist, man macht auch Fotos, man setzt sie so auch bei WhatsApp hinein und dann kriegt man Reaktionen aus dem Freundeskreis, so nach dem Motto, hey, ich habe auch einen Tipp für dich, guck dir doch mal dieses Restaurant an und so weiter. Letztlich habe ich mich davon dann beeindrucken lassen und war gestern Abend nochmal in Köln und habe einen Restaurant-Tipp aus dem Freundeskreis befolgt. Es handelt sich um die Pusta-Hütte. Die Pusta-Hütte, die könnt ihr auch gerne mal googeln. Es gibt nämlich bei YouTube sogar einen Film über die Pusta-Hütte. Die hat nur ein Gericht und das ist Gulasch. Und man betritt das Restaurant und wird dann beim Betreten von der Bedienung noch auf dem Weg zum Tisch gefragt, möchten Sie einen Kölsch zum Gulasch? Und natürlich habe ich ja gesagt. Und dann kam auch schon eine Bedienung mit einem Kölsch und Gulasch in der Hand und stellt mir das praktisch in der Sekunde, wo ich mich setze, auf den Tisch. Ich bin also sowas von prompt bedient worden, im Gehen die Bestellung aufgegeben und im Setzen schon serviert worden. Ja, und es gibt halt Gulasch. Die machen die nach einem uralten Familienrezept selbst und er ist lecker und sie verkaufen ihn auch in Dosen. Und als ich dann dem Freund, von dem der Tipp kam, geschrieben habe, ich bin da, da meinte er, ja, bring mir doch unbedingt 4 Dosen mit. Habe ich dann auch getan und wollte euch nur sagen, ein praktisch Mono-Dish-Restaurant, ein Restaurant, wo es nur ein einziges Gericht gibt, nämlich Gulaschsuppe. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut euch das einfach mal an. Und es gibt sogar doppelten Nachschlag. Heißt, wenn ihr aufgegessen habt, werdet ihr gefragt, möchten Sie einen Nachschlag? Und wenn man dann sagt, ja, dann kriegt man nochmal eine Kelle mit Soße. Man kann sich auch für 60 Cent noch ein weiteres Brötchen dazu kaufen, wenn man noch nicht ganz satt geworden ist. Aber ich finde es überhaupt witzig, dass man im Restaurant nach einem Nachschlag gefragt wird. Tja, dermaßen gestärkt bin ich dann in den Abend gestartet. Und weil wir gerade beim Thema Essen und Trinken sind, mir liegt das Thema Brot sehr am Herzen. Ich hatte es schon mal erwähnt, dass je länger das Brot gereift ist, gelegen hat, bevor es gebacken wird, desto gesünder und besser verdaulich ist es. Und richtig gute Bäcker lassen die Brote bis zu 36 Stunden ruhen. Das hat aber nichts mit den Bäckern zu tun, wo die Mehrheit der Deutschen ihre Gebäckstücke kauft. Denn die meisten, die machen einfach ein Turbobrot mit schrecklichen Zusätzen. Da sind Enzyme drin, da ist alles nur auf Profit getrimmt. Da entstehen nicht die gesunden Brote, von denen ich gerade spreche, sondern echte, gesunde, gute Brote, die lagern lange. Und einen solchen Bäcker erstmal zu finden, ist nicht so einfach. Selbst in Hamburg habe ich mal mit einem Handwerksbäcker gesprochen, der sagte, er kann sich das nicht erlauben. Er hat die Lagerfläche nicht, um Brote 2 Tage lang rumliegen zu lassen, bevor er sie bäckt. Deswegen konnte er mir damit nicht dienen. Aber was ich sagen wollte, es lohnt sich, sein Brot nicht im Supermarkt zu kaufen und nicht bei einer Kette zu kaufen, die natürlich auch auf Profit aus ist, sondern bei einem Bäcker, dem es am Herzen liegt, dass ihr gesunde Backwaren bekommt. Und einen solchen Bäcker habe ich entdeckt in der Nähe von, ja, wie beschreibt man das? Was ist da in der Nähe? Ja, vielleicht Bad 9a Ahrweiler. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, im Zuge der Flutkatastrophe im Ahrtal, da gibt es diesen Bäcker. Und noch dazu gibt es dort im Umfeld eine Metzgerei, die heißt Effert. Und die Metzgerei Effert, die ihre Wurstwaren selbst herstellt, die hat etwas mega Geiles im Angebot. Da habe ich mich diese Woche fast nicht dran satt essen können. Es ist eine Wildschweinpastete, also eine Art hochwertige Leberwurst. Und die ist mit Spekulatius-Geschmack. Und es ist genau so viel Spekulatius-Geschmack drin, dass man die Augen aufreißt und denkt,
wow, wie geil ist das denn? Aber es ist nicht so viel davon drin, dass man denkt, eigentlich hat das mit Wurst nichts mehr zu tun. Also, wenn ihr da in der Nähe seid, kann ich es nur empfehlen, einmal kurz rausfahren von der Autobahn und eine Tour bei Metzger vorbei. Das ist ein absolutes Highlight. So was Geiles habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.